Herzlich willkommen zu meinem Video Videos verkleinern. So geht's schnell und kostenlos mit Xmedia-Record. Du kennst sicherlich die Situation und deswegen schaust du dieses Video an. Du möchtest ein Video weitergeben, zum Beispiel per E-Mail, und du kriegst dann die Rückmeldung: E-Mail, der Anhang ist nicht angekommen, es wurde zurückgewiesen, der Anhang war zu groß, oder du möchtest etwas in die Cloud hinaufladen und die Datei ist dann leider zu groß, weil der Speicherplatz dann vielleicht beschränkt ist. Oder jemand anderer hat Schwierigkeiten, sich da herunterzuladen, weil sie zu groß ist. Er würde damit zu lang brauchen. Und ein geniales Tool ist hier dieses Xmedia Record von Sebastian Dörfler. Mein Dank an ihn. Ich verwende das Programm jetzt schon seit sehr vielen Jahren. Und den Dank kriegt er natürlich nicht nur von mir, sondern hier auch insgesamt von den Usern. Es gibt ja sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel, hier einen englischsprachigen Wikipedia-Artikel zu Xmedia Record. Fangen wir gleich mal an mit dem Programm. Herunterladen kannst du das Programm über xmedia-record.de und dann gibt es hier diese Download-Möglichkeit. Und da gibt es hier eine 64-Bit-Version, eine 32-Bit-Version und eine Portable-Version. Portable würde bedeuten, man kann es herunterladen, einfach draufklicken und schon läuft das Ganze, man muss es nicht installieren. Ich würde dir empfehlen, hier die Installer-Version, diese 64-Bit-Version. In der Regel haben die meisten jetzt dann Windows und das sind hier lauter Windows-Plattformen, Windows verwenden. In der Regel die meisten eh 64-Bit. Wenn irgendwas nicht funktionieren sollte, verwende die 32-Bit-Version. Ja, du lädst es herunter, installierst es und dann hast du hier diese Programmoberfläche. Die ist am Anfang mal recht schlicht gehalten. Du hast hier nur zwei Registerkarten. Und als erstes geht es mal darum, dass du das Video hereinholst, das du dann ja verkleinern möchtest. Man nennt das ja auch konvertieren. Ich gehe auf Datei öffnen, wähle mir dann die Datei aus, die ich dann konvertieren möchte. Habe sie dann herinnen und da habe ich dann ein paar Angaben zu dieser Datei, die vielleicht für manche dann eher verwirrend sind. Gehen wir mal gleich ins Detail. Wenn du Videos weitergeben möchtest, dann bietet sich hier dieses MP4-Format an. Du hast hier eine Reihe von Möglichkeiten, das Video zu verwandeln, auch in andere Formate. Ich würde dir hier empfehlen, dass du hier dann MP4 dir aussuchst. Klicke hier, MP4 und als Dateiendung ebenfalls MP4 und hier die Einstellung Video und Audio belässt. Habe hier dann lauter solche Registerkarten, die dann dargestellt werden. Wenn ich auf Filter und Vorschau zum Beispiel gehe, könnte ich hier zum Beispiel sogar das Video dann schneiden. Ich gehe jetzt hier mal zu Video zurück und habe hier einige Einstellungen, die genau das Video betreffen, das ich hier reingeholt habe. Also hier wären zum Beispiel Bitrate und so weiter. Und was das bedeutet, möchte ich dir nur ganz kurz einmal sagen. Fangen wir vielleicht einmal beim Container an hier. Container bedeutet im Prinzip, und du kennst es an der Dateiendung, .mp4, du kennst vielleicht auch AVI-Dateien oder andere. Da haben wir hier bei Wikipedia einen Artikel, wo wir zahlreiche solche Formate haben. MPEG zum Beispiel gibt es verschiedene oder MKV und so weiter. Also je nachdem, was du möchtest, kannst du hier dann beim Format dann und bei der Dateiendung dann einstellen. Ich würde dir empfehlen, belasse MP4. Was sind Container? Container sind im Prinzip nichts anderes als Dateien, die verschiedene Arten von Infos beinhalten können. Bei einer Videodatei sind zum Beispiel ja Videos und Audios drinnen. Das heißt, du hast in der Regel ja nicht nur ein Bild, sondern du hast auch Audios, das heißt Ton dabei. Und je nachdem, wie das aufgebaut ist, unterscheiden sich diese einzelnen Container. Und sie unterscheiden sich auch dann, je nach welchem Codec man verwendet. Das heißt, die Art und Weise, wie sie in der Datei gespeichert werden. Ja, was beeinflusst jetzt die Dateigröße? Die Dateigröße beeinflusst einmal auch die Auflösung. Das heißt, je mehr Bildpunkte du hier waagrecht und senkrecht hast, umso größer wird die Datei. Also Bildpunkte nennt man dann Pixel. Dann bei der Bildrate können wir sagen, je häufiger ein Bild eingeblendet wird, wie hier zum Beispiel sehen wir ein Pferd, und da werden die Bilder, die diese Bewegung des Pferdes dargestellt, werden in dem Fall hier 12 Mal in der Sekunde dargestellt. Und je höher diese Bildrate ist, also die Framerate nennt man das auch, ich habe das jetzt hier bei dem X-Media-Record, habe ich hier die Framerate zum Beispiel eingestellt, da steht Original-Framerate, also so viel wie jetzt da zum Beispiel ist. Bei mir habe ich eine Framerate, glaube ich, von 30, bei meinem, da sieht man das, ja, habe ich hier 30 Framerate bei meinem Video, das ich mit dem Smartphone aufgenommen habe. Also je mehr Bilder pro Sekunde dargestellt, je höher die Framerate ist, umso größer ist dann dementsprechend dann auch die Datei. Ähnliches kann man dann auch sagen, wenn wir zu den nächsten Einstellungen kommen. Ich habe jetzt hier die typischen Google-Einstellungen für YouTube herinnen. Container empfehlen die MP4, dann gibt es ein Audio-Codec, ähnlich wie wir es schon besprochen haben, gilt ja auch für Videos. Wie ich es MP3 gesagt, gibt es ein Video-Codec mit entsprechenden Frameraten, Bitraten und so weiter. Und wenn ich hier zum Beispiel jetzt ein typisches Video hereinnehme,
dann hat es hier eine Framerate von 8 Megabits, also 8 Megabyte pro Sekunde. Und da haben wir etwa eine Bildrate von 8 Megabit. Ähnliches kann man dann nach unten sagen, gibt es auch Bitraten dann zum Beispiel für Audio. Jetzt kommen wir mal dann zu uns am Programm. Wichtig ist, dass ich jetzt hier einen Feature verwende. Das ganz Geniale ist, ich gehe auf Optionen und den Bitratenrechner klicke ich hinein. Und dann geht bei mir das Fenster auf und da kann ich dann hier einstellen, wie groß meine Datei sein sollte. Meine Originaldatei hat in dem Fall hier 25 Megabyte und ich möchte sie mit E-Mail zum Beispiel versenden und dann stelle ich dann 18 Megabyte ein. Ich stelle deshalb 18 ein, weil es dann meistens ein bisschen mehr werden, dass sich das Ganze gut ausgeht. Ich klicke dann hier auf OK. Und dann ganz wesentlich, nicht vergessen, auf Job hinzufügen. Da landet das dann hier in dieser Registerkarte. Hier sieht man das dann. Da könnte ich nochmal alle Einstellungen dann kontrollieren. Bildgröße wird beibehalten und dann klicke ich auf Kodieren und die Kodierung beginnt. Da läuft das dann durch. Das Video ist nicht so groß. So, das Video wurde jetzt nach 10 Sekunden wurde es konvertiert. So, ich habe jetzt dreimal das konvertiert. Einmal mit 18 Megabyte für E-Mail, dann habe ich noch einmal mit 10 Megabyte und dann mit 5 Megabyte. Und wir schauen uns jetzt diese vier Videos, nämlich mit dem Originalvideo an und vergleichen sie jetzt kurz. Wenn ich diese beiden Videos jetzt vergleiche, dann werde ich kaum Unterschiede merken. Links ist das Original, 25 Megabyte und hier rechts 20 Megabyte. Also immerhin um ein Fünftel verkleinert, kaum zu merken, dass da Qualitätsunterschied wäre. Jetzt schauen wir uns das nächste an. Jetzt habe ich hier wieder links das Original. Rechts habe ich die Hälfte, mehr als die Hälfte des Dateigrößte verloren. Jetzt habe ich etwa 10 Megabyte. Sieht man es ein bisschen schon, diese Unschärfen dann, aber auch noch nicht so stark. Jetzt wieder links das Original und rechts dann das auf, und da sieht man schon wirklich diese Schwächen, die man in diesem Video sehen kann, auf nur 5 Megabyte, das heißt auf ein Fünftel. Das heißt, wenn du etwas verkleinern möchtest, probier ein bisschen, verändere ein bisschen die gewünschte Dateigröße und du wirst dann sicherlich bald nochmal deinen Erfolg dann haben und du wirst das erwünschte Video dann haben. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich wieder bei einem nächsten Video zu einem anderen Thema.